Check, check. Alles klar, meine lieben Freunde, wir haben ein Video gedreht gehabt mit IQ-Test und die Abis haben sehr, sehr gut abgeschnitten. Und jetzt testen wir noch ganz kurz die Geduld von Azad Abi, jeder kennt ihn. Und heute haben wir einen Content gemacht. Es geht darum, die Leute dürfen dir ausnahmsweise Hate-Fragen stellen. Ausnahmsweise mit Azad Abis Genehmigung durfte ich das machen. Du sagst, du kannst auch sagen, nein, ich will dies nicht beantworten. Mhm. Oder du sagst einfach offen und ehrlich. Mhm. So, okay. Ich kann mit deinem Ballermann ziehen, Bruder, das ist kein Problem. Ich bin auf 18. Hör auf, Mann. Ich stelle mir nie wieder so eine Frage. Wir haben eine Frage von MT Osun 98. Er sagt, wie ist es, einer der besten drei Rapper zu sein, aber nicht erfolgreich zu sein? Bruder, Erfolg misst sich ja nicht nur in Geld und Zahlen. So, ne? Also ich bin glücklich mit dem, was ich habe und mit dem, was ich erreicht habe. Deswegen ist für mich alles gut. Allein schon eingeordnet zu werden bei den besten drei, ist für mich schon eine Ehre. Und damit bin ich sehr glücklich. Aber ich muss eins sagen, schau mal, ich habe jetzt hier raus, ich musste frei richtig rausfiltern, ja? Weil sehr viele gesagt haben, Azad Abi Ehrenmann, kann nicht, ihr seid beides Löwen. Ganz ehrlich, er ist der Beste. Wir haben eigentlich sehr viel positiv und ich musste die rausfiltern, Bro, wirklich. Wir haben hier eins. Die Frage war ja auch schon fast nett so, ne? Ja, eigentlich schon. Deswegen, da gibt es nicht wirklich jetzt einen, der so ekelhaft gesagt hat. Wir haben jetzt einen hier, der Marvin Mir. Er sagt, warum sehen die Tattoos aus, als hätte das ein Kleinkind gemalt? Ja, weil viele Tattoos von mir sehr, sehr alt sind. Ich habe mich schon sehr früh in jungen Jahren tätowieren lassen. Da war dieser ganze Tattoo-Kult noch nicht so verbreitet. Ich kann mich erinnern, mein erstes Tattoo, da ist mir nur ein Tattoo-Studio in Frankfurt eingefallen, so, weil da gab es einfach keine. Und der Style hat sich auch, der Tätowierstil hat sich auch sehr geändert. Die Tätowierer sind viel krasser geworden, die sind schon fast fotorealistisch, sowas gab es zu der Zeit einfach gar nicht. Ja. Also, das sind schon so Oldschool-Tattoos und auch so Ghetto-Tattoos. Ja, wenn ich könnte, würde ich resetten und alles neu machen und auf dem Level von heute, aber ja. Zum Beispiel mein Backpiece ist Endgame, finde ich, so mit dem Adler und der kurdischen Fahne und so, ist auch fotorealistisch, aber das kam halt auch später dazu. Es war einer meiner letzten Tattoos und die Arme, mit denen habe ich angefangen und da ist der Style einfach und der Level nicht so hoch. Aber auf Oldschool behältst du die halt so? Auf Oldschool behalte ich die, wenn es irgendwann eine Möglichkeit gäbe und ich kann das easy alles irgendwie wegkriegen, dann würde ich alles wegmachen und neu machen. Ich finde, das sind Tattoos. Jetzt das, was du siehst, diese Käufische oder diese Ariel, die Meerjungfrau auf deiner Arschbacke. Das sind Oldschool, das sind Straßentattoos, das sind echte Tattoos, Bruder. Ariel, die Meerjungfrau auf deiner Arschbacke. Bruder, die machen nicht irgendwelche Zitate, Bruder. Bruder, Cola-Dosen, Alter. Der war ein. Trink oder stirb, Alter. Willst du mich verarschen, Bruder, Alter? Das ist bei der Capri-Sonne-Werbung, Alter. So was, sowas wir haben, Bruder, Alter. Hör ich, meine? Ich schwöre, du hast gerade dick Leute auf Ideen Namen auf meinen Steißbein tätowiert. Auf Altdeutsch. Scheiße. Die Flosse kommt über deinen Bauch. Okay? Einer schreibt 99 Wellen. Habibi, zeig mal Haare. Habe noch nie gesehen. Das ist jetzt nicht so Hate, aber. Was, 99 Wellen? Ja, 99 Wellen. Ich soll meine Haare schneiden. Ja, die haben dich anscheinend. Ich habe Glatze, seit ich 17 bin. Ich habe mit 17 mir eine Glatze geschnitten und nie was dran geändert. Ich kenne dich auch seit Glatze. Jetzt könnte ich nichts anderes machen. Ja, aber es kann nicht jeder eine Glatze haben, weil die Kopfform muss stimmen. Weißt du, was ich meine? Wir machen weiter. Okay, der Alex Mirks schreibt, wie würde er sich gerne nennen, wenn er Rapper wäre? Also, der meint so, du bist kein Rapper, so. Wie würdest du dich aber nennen, wenn du Rapper wärst? Ich sag doch, die Hate-Fragen sind süß bei dir. Nein, er meint so, ein auf, wie würdest du nennen, wenn du Rapper wärst? Wenn du Rapper wärst, mäßig, du bist kein Rapper. So. Ja. Gut. Ja, wie würde ich mich nennen, wenn ich oder ich weiß. Das ist eigentlich so eine. Ariel. Ja, er will halt so damit. Wie würdest du dich nennen, wenn du noch eine Chance hättest? Ein Rapper? Ja. Clitoris. 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 Das ist eine versteckte Nachricht auf Clitoris. Schau, wir haben Patrick, kein Hate-Fragen, nur Liebe. Wir haben echt, also eigentlich sehr viel Positives. Ihn kann man nicht hassen, er ist ein Löwe. Aber wir haben hier einen, Sam GHXY oder so, schreibt, früher war seine Musik besser als heute. Meinst du, das stimmt? Meinst safe du nicht. Ich höre das sehr oft. Ne? Geh und hör dir mal ganz alte Alben von mir an oder ganz alte Lieder. Mhm. Und dann hör dir mal neue an. Das ist für mich
ein Levelunterschied, der eigentlich, den kannst du nicht übersehen. Ich weiß nicht, was es ist, dass viele denken lässt. Früher war, habe ich besser gerappt. Das kann es nicht sein. Safe nicht. So. 100.000%ig rappe ich jetzt viel besser, als ich früher gerappt habe. Vielleicht ist es der Inhalt, der denen besser gefallen hat. Vielleicht sagen die, ey, du hast mehr über die und die Themen gerappt. Das hat mir besser gefallen. Das ist Geschmackssache. Ich glaube, das ist so dieses, ja, wir wollen den alten Ersatz, weil die so darauf hängen geblieben sind. Aber das Komische ist, ja, ich habe ja im Gegensatz zu sehr, sehr vielen Rappern meinen Film einfach 20 Jahre durchgezogen. Ich habe ja immer diese in die Fresse Straßenrap oder halt Deepness Rap gemacht. Und das habe ich 20 Jahre nicht verändert. Deswegen verstehe ich auch dieses, mach mal wie früher nicht. Ich habe doch 20 Jahre. Ja. Ich mache jetzt gerade neue Sachen. Ja. So, ne? Mach jetzt mit Drill und Trap und tralala und alles rum so. Aber ja, so mäßig. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so wie beim Kampfsport. Wenn du immer trainieren gehst, dann wirst du auch automatisch besser. Du kannst nicht schlechter werden. So. Da schreibt einer, wann so erfolgreich wie Edis. Ich küsse sein Herz, Bruder. Ich arbeite dran, Bro. Weil, wie alt bist du jetzt? Ich bin 50. Wie lange machst du das schon? Wirklich? Professionell oder überhaupt? Allgemein, wann hast du gesagt, dieser Zeitpunkt, wo du angefangen hast zu schreiben und gesagt hast, so, ich werde als alles f***en? Ich glaube, angefangen habe ich so mit 16 rum, würde ich sagen. Bruder, wie viele Jahre sind es? 50? 34. 34? Bruder, ich bin nicht mal 34. Bruder, er war schon motiviert, wo ich nicht mal auf der Welt war. Keiner, was Rap ist, Digga. Die Leute haben mich schon gefeiert. Wieso? Die haben uns gedisst. Was ist das für Musik? Den ersten Gangs-Deutschrap habe ich einfach Azad. J28AMXR sagt, seine Lieder sind scheiße für mich. Für mich ist er kein Rapper. Ich glaube, das hört man halt ab und zu mal als Rapper, aber was willst du dazu sagen zu so einem? Zu dem J32X437. Du kannst die auch beleidigen, Bruder. Darf ich was beleidigen? Wie heißt der? J28. J, du bist herzlich willkommen im Sex in Taunusstraße, Frankfurt. Bring nur ein Handtuch mit, um alles kümmere ich mich. Zewa-Rolle, alles ist da, Bruder. Nach 2 Tagen heißt du Chantal. Und du arbeitest im 6. Stock. Weil die Transporters. Ey, Bruder, du hast doch alles genommen, Alter. Kauf mir eine Day-Date, das reicht. Aber ich meine, das hört man natürlich, das ist ja normal, aber manche sagen das ja auch aus Hate. Kommst du damit klar oder sagst du, das stört mich aber? Aber was genau? Dass er sagt so, du kannst nicht rappen. Oh, das Ding ist schwer, das jetzt so zu beantworten, ehrlich, ohne vielleicht überheblich zu sein. Nein, kriegen. Sag. Aber ich fühle mich für mich selber auf einem so hohen Level, dass das für mich so weit entfernt ist von dem, wo ich denke, dass es ist, dass ich es halt überhaupt nicht ernst nehme und es überhaupt nicht so an mich rangeht. So. Man sagt ja nicht umsonst, Erfolg spricht eigentlich für sich. So. Da wird der andere aber sagen, ich habe ja gar keinen. Ich muss ja erstmal auf Eddies Level kommen. Hier haben wir die nächste Frage von 38TLA. Er sagt, wie hat es sich angefühlt, immer Robin neben Savage zu sein? Also Robin ist vom Batman der Nebencharakter sozusagen, so will er andeuten. Boah, das weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich habe jetzt 15 Alben gemacht und wir haben ein Collabo-Album zusammen gemacht. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, als wären wir ein Duo, so, was die ganze Zeit zusammen ist und man sagt, der eine ist sehr erfolgreich oder viel mehr im Fokus als der andere. Deswegen weiß ich nicht, trifft das irgendwie nicht zu und ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, weil es ja nicht so der Fall ist. Azadabi ist einfach, der hat ein zu gutes Herz. Ach so, und weil dich juckt es aber auch, glaube ich. Hornsohn nenne, meinst du oder was? Meinst du das? Ja, okay, warum nicht? Das ist ja jedem seine eigene Meinung. Kennst du noch diese Klamottenfirma, Helly Hansen? Emre Chixen schreibt, 3-5 schreibt, wie gesagt, es war echt schwer, Hate-Fragen zu finden, die waren alle positiv. Und er sagt, Azadabi, aka King of Rap, kann man nicht haten und hiermit beende ich das YouTube-Video. Danke, mein Lieber. Vielen Dank, Azadabi, fürs Mitmachen. Gerne, und auch für die Jury, dass du da bist und alles. Macht Spaß. Das hat heute so Spaß gemacht. Geil, fand ich auch. Und geile Kommentare und so. Und Mo, danke, dass du auch da warst. Ist sowieso. Danke, Bruder. dass du dem Video noch so was Witziges verleiht hast. So. Okay, an dieser Stelle, passt auf euch auf. Checkt die beiden ab. Ich schicke euch meine GEMA-Nummer. Ciao, ciao.